Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Valheim auf dem Kanal Asreiter. Wir sind hier in Folge Nummer 7 von dem Spiel. Wie ihr seht, ich habe links schon Nahrung zu mir genommen. Das heißt, ich hatte das in der letzten Folge alles noch gebraten. Und unser Ziel wäre jetzt zu schauen, dass wir die Werkbank upgraden. Und das gucken wir uns gleich nach dem Intro einmal an. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann gucken wir mal, was der Hammer so kann. Rechtsklick und dann ist hier Herstellen, glaube ich, angesagt. Na ja. Dafür Werkbank verbessern brauchen wir Feuerstein und Holz, jeweils 10. Da müssen wir mal gucken, ob wir das haben. Da müssen wir hier mal in die Kiste gucken. Hier in der Kiste sind 2 Feuerstein und kein Holz. Ne, hier ist die Kiste. Wir haben 2 Feuerstein mit. Hier ist nix. Das heißt, in der anderen Kiste ist da noch was drin. Hier haben wir auf jeden Fall Holz drin. Da braucht man ja 10 von. Dann nehmen wir die noch. Und hier müssen wir noch was teilen. 2 brauchen wir da. Okay. Die dabei. Das war's dann. Ja, hier haben wir noch so ein paar schicke Sachen, die wir jetzt aber nicht unbedingt brauchen. Das heißt, wir müssen Feuerstein bekommen. Und das gibt's am Meer, da wollen wir da mal hinlaufen, oder? Tür zu, damit es da drin nicht zieht. Und ich sag mal, wir sehen uns gleich am Wasser wieder. So, da sind wir am Wasser und da hinten steht einer. Wir gehen mal dran vorbei und lassen den da mal stehen, in der Hoffnung, dass er uns nicht sieht und nicht zu uns kommt. Nö, der kommt nicht. Das heißt, wir dürfen nicht nach rechts gehen, weil ich weiß nicht, ob wir den besiegen können oder nicht. Ich will es auch gar nicht so wirklich wissen. Da ist ein Fisch, aber sonst auch nichts. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier Feuerstein finden am Wasser. Ist hier noch irgendwo wer? Nee, ne? Nee. So ein Neck habe ich hier irgendwo gehört. Oder eine Nixe. Nixe war das, ne? Nicht ein Neck. Nee. Ja, hier ist gerade nichts mit Essen, ne? Mit Essen, mit Steinen. Alles nix da, kein Stein. Nix respawned. Ich sehe nicht einen Stein hier. Ist hier irgendwo einer? Nee, ne? Nee. Da könnte einer sein. Ja. Da haben wir schon mal einen wenigstens gefunden. Jetzt, was ist das für einer? Normaler Stein. Nee, den brauchen wir gerade nicht. Ich höre die Nixe irgendwo. Da könnte auch noch einer sein. Schwimmen verbessert, okay. Das ist ja schon mal was, ne? Jetzt höre ich schon das Geräusch lauter von der Nixe. Ich sehe sie aber nicht. Die ist so grün, dass ich das auch nicht erkennen werde, oder? Kein Feuerstein, nur ein Stein. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ey. Ah, okay. Knüppel aus dem Sack und du bist dran. Okay, hier gibt es tatsächlich einen Feuerstein. Sehr schön. Ist das auch noch ein Feuerstein? Ne, 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 ist nur ein Stein. Und das ist bestimmt auch noch ein Stein. Ne? Ja. Leider nicht. Ich glaube, wir haben nur 3 Steine bisher. Das ist ein bisschen wenig. Wenn wir das noch bei Regen, da beißen die Fische besser, ne? Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu weit wegkomme von uns hier. Da ist, glaube ich, noch einer.
Da ist auch einer. Okay, da ist noch einer. Und na, mitnehmen müssen wir schon. Und da oben lag, glaube ich, noch einer, oder? Was ist das da hinten? Keine Ahnung, das ist ein Vogel, ne? Ja, sieht noch ein Seeadler aus, wenn ich das so von Weitem sehen würde. Warte mal, lass mal gerade gucken. 9. 2 haben wir zu Hause. Ne, 2 hatten wir mit. Wir haben kein Zuhause. Einen brauchen wir noch. Wetten, den einen finden wir jetzt nicht. Da ist er. Weil es so schön ist, da liegt noch einer. Nehmen wir den auch noch gerade mit. Ist das da auch noch was? Ne, ne? Ne. Okay, da ist noch einer. Ist das ein Feuerstein? Ne, das ist nur ein Stein. Ich könnte was zu essen vertragen. Okay, was fehlt? Die Frucht fehlt. Das heißt, wir sehen gerade keinen Feind. Das heißt, wir nehmen die Himbeere und nehmen die gerade als drittes. So, das heißt, wir gehen wieder zurück. Weil hier so quer durch, weiß ich nicht, wie es da aussieht. Lieber ein Stück zurück und dann rübergehen, ne? Das ist der Vogel, ne? Oder? Ah, jetzt fliegt er weg. Alles klar. Gut, wir gehen ein Stück weiter. Und müssen schauen, wo wir dann nach oben kommen. Irgendwo war die Lichtung. Ja, da müssen wir also hin. Ah, da ist wieder der Piepvogel. Glaube ich, wenn wir hier jetzt hochgehen, dann passt das, oder? Würde ich mal so schätzen. Irgendwo waren diese Steinformationen, wo das Skelett stand. Das müsste jetzt hier links sein, ne? Ja, ist es auch. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch und dann müssten wir eigentlich zu unserer Lichtung kommen. Ja, wenn nichts dazwischen kommt, sehen wir uns dann im Zeitraffer gleich wieder an der Hütte, ne? So, jetzt sind wir wieder zurück und das Feuer ist bei Regen natürlich aus. Das ist jetzt nicht so dolle, aber okay, dann ist das so. Wir können auf jeden Fall die Tür schließen gerade und dann schauen, dass wir den Hammer rausholen. Und dann müssten wir eigentlich jetzt unsere Werkbank upgraden können, ne? Sieht so aus. Muss der daneben oder muss der dann... Muss der daneben noch, ne? Oder? Passt aber nirgendwo dahin. Oder ist das nicht unser Upgrade dann? Tja, weiß ich auch nicht. Da wir da stehen können. Verbessert das unsere Werkbank oder nicht? Das ist hier die Frage. Weil wir haben ja eigentlich schon so einen Hauklotz daneben, ne? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, das bringt uns nichts, oder? Nee, das wollte ich alles gerade nicht. Machen wir den Hammer weg. Und... Gehen wir mal nochmal die Werkbank checken gerade. Kann ich das irgendwo sehen, wie ich die aufwerte? Okay, die Keule haben wir schon mal repariert. Ich hoffe, nichts mit nichts Falschen. Ne, das, was wir haben, haben wir noch da. Hier. Yeah. Ja, ich sehe jetzt gerade nicht so wirklich Trophäen. Ja, dieser Wildschweinkopf würde sicher eine schöne Dekoration für ein Haus abgeben. Eine wahre Prachtexemplar, aber du musst mehr als nur ein Hirsch töten, um nach Valhalla zu kommen. Okay, das hat mir nichts gesagt. Ah, hier sind unsere Fertigkeiten. Schwimmen sind wir gar nicht so schlecht. Holzhacken sind wir noch besser. Astschaden gegen Bäume. Sprinten. Alles sehr gut.
Was war hier? Aktive Effekte ausgeruht. Ach so, Nachrichtenlogbuch haben wir hier. Du bist geschützt. Das brauche ich jetzt nicht. Mir wäre es jetzt wichtig zu wissen. Okay, das können wir erstmal ausmachen. Wie ich die Werkbank upgrade. Ausbau zu erweitern durch Verbesserungen. Zu erweitern durch Verbesserungen. Ja, welche Verbesserungen sind es denn? Gute Frage, ne? Das hätte ich gern gewusst. Kann ich das irgendwo sehen? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich da, nein, das ist Maus bewegen. Umschalttaste, Linksmaus Stapel teilen, Steuerung Linksmaus fallen lassen. Ja, das war jetzt nicht so, wo ich sagen könnte, damit komme ich klar. Aber der Hammer ist es jetzt sozusagen, oder was? Wofür ist jetzt der Hammer hier oben angezeigt? Ich weiß es nicht. Wenn ich den jetzt da hinstelle, komm, zack. Den weg. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Ja, das hat jetzt Werkbank 2 nichts gebracht, ne? Holz, um Holzpfeiler zu machen, bräuchte ich. Das heißt, tja, Holzklotz kann ich dann abreißen, oder? Rechtsklicken, den Hammer rausholen. Ist nur die Frage. Holzklotz benötigt keine Reparatur. Ich dachte, ich würde ihn damit abreißen. So ist es wohl nicht. Geht der auch kaputt, der Holzklotz? Nee, ne? So, ich habe Holz gekriegt und ich habe auch Dingens gekriegt. Ich weiß nur nicht, wie viel, ne? Also, wie es aussieht, habe ich mein Material wenigstens wiedergekriegt. Das ist ja schon mal gut. Also, der Holzklotz war nicht die Erweiterung der Werkbank. Das ist schon mal schade. So, jetzt müssen wir aber noch mal gucken, was wir sonst noch machen können. Hier. Da brauchen wir jetzt noch, ach Gott, da brauchen wir noch so viel für. Eine Werkbank ist klar, Gerbgestell. Das ist die Werkbankverbesserung. Okay, da steht es auch dran, ne? Das bedeutet Feuerstein, Leder, Hirschfell, Werkbank. Ja, es regnet aber gerade draußen, das ist auch gerade nicht so schön, ne? Was haben wir hier noch? Das ist alles nicht Läufer, Hirsch. Ach so, das ist auf der Erde sozusagen, Teppich. Ja, dann sind wir hier erst durch, würde ich sagen. Jetzt könnte man hier eine Palisadenwall bauen und sowas, aber ich glaube, da kommen wir jetzt gerade nicht so weiter mit, oder? Ne. Das heißt, hier sind wir durch. Es regnet leider gerade draußen. Dann würde ich sagen, ne, hier ist schon alles voll. Das bringt uns nicht weiter. Die wollten wir mal auflösen. Einfach Axt, um Bäume zu fällen, aber wie kann ich die auflösen? Das wäre noch eine gute Frage, ne? Ja, keine Ahnung. Das hat mir auch keiner gesagt, ne? So, die Truhe machen wir auf und hier legen wir jetzt das rein. Hirschfell haben wir 2 schon von 50. Die Trophäe nehme ich mal hier hin. Und dann gehen wir mit dem Hirsch gehen wir da auch noch raus. Und dann könnte ich ja vielleicht mal gucken, dass ich jetzt die Trophäe... das war jetzt nicht so, dass man das da dran macht, ne? Ah. Jetzt liegt das wieder an einer Stelle, wo ich es nicht kriege, ne? Wow, oder? Könnte ich dann jetzt mal das E da haben? Da ist es doch. Ja, weiß nicht, wie man das aufhängt. Keine gute Sache. Vielleicht finde ich das noch raus, aber jetzt brauche ich es dann doch nicht. Dann kommt es erstmal hier wieder rein, ne? Essen. 36 Sekunden. Das heißt, wir nehmen da einen neuen und hier auch nochmal einen neuen. So. Keule könnte ich herstellen. Herstellen möchte ich keine Keule.
Es hat, glaube ich, aufgehört zu regnen. Das heißt, du fängst an zu frieren. Okay. Jetzt gehen wir mal hier gerade hin. Ach, das Feuer ist jetzt wieder an, weil es nicht regnet. Okay, Brandmaterial 2 von 10 sind da drin. Was machen wir denn jetzt? Irgendwie geht es jetzt gerade so nicht so voran, weil ich nicht so ganz klar ist, was wir brauchen oder nicht brauchen. Doch, wir wissen, was wir brauchen. Wir müssen die Gerbergestelle machen. Dafür müssen wir schauen, dass wir... Was brauchen wir da? Also, kann ich auch jederzeit irgendwo sehen, ne? Das war jetzt wieder mal nicht so klar. So, jetzt nochmal das Gerbergestell anschauen. Holz haben wir, Feuersteine noch 5, Lederreste brauchen wir dafür 20 und Hirschfell 5, da hatten wir nur 2. Okay, das heißt, da müssen wir einige Wildschweine für opfern, ne? Das wird nicht so leicht sein und bei Dunkelheit sehe ich jetzt natürlich nichts, das bedeutet, wir gehen erstmal eine Runde pennen, oder? Schlaf mal eine Runde, damit es wieder Tag wird, hoffenbar. Ja, guten Morgen. Es dämmert hoffentlich schon wenigstens. Tag 9, okay. Ja, Morgendämmerung ist da. Das heißt, dass wir 11 haben. Das heißt, wir brauchen noch 4 Feuersteine. Die kriegen wir am Wasser. Ich laufe da mal wieder hin. Hab ich mich erschrocken. Dahin rennt wieder das Skelett rum, ne? Okay, aber ich glaube, das bleibt da, oder? Dann halten wir uns ein bisschen mehr links. Oh, ein Wildschwein, das ist gut. Fleisch und Leder, das ist schon mal gut. Leder brauchten wir reichlich, nämlich 20 davon, ne? So, jetzt müssen wir hier nur, ich glaube, 4 Steine noch finden, entscheidende, richtige. Und ich hoffe, die sind schon gespawnt über Nacht oder so. Ich höre immer dieses Knattern der Nixen, ne? Ich sehe aber keine. Aber ich sehe hier auf jeden Fall unten einen Feuerstein. Und ist das auch einer? Nein, leider nur ein normaler. Das sind auch nur normale, ne? Ja. Ist das da ein normaler Stein oder ein... Das ist Harz, okay. Das sieht nach einem normalen Stein aus, leider. Ist hier einer? Ne, ne? Hört sich so gerade an, als ob einer mit einem Pfeil auf mich schießt. So. Der Anzahl brauchen wir von den Steinen. Da liegt einer. Da liegt noch einer zum Glück. Und das war es jetzt erstmal gerade. Jetzt können wir mal gerade gucken, wie viel haben wir. 2 von 30. Habe ich die alle da hinten irgendwo liegen lassen? Das kann doch nicht sein, oder? Habe ich nicht schon 3 aufgehoben? Naja.
glaube, da vorne ist so eine Nixe, ne? Die schwimmt da gerade im Wasser rum. Ja, geht da an Land. Kommt die hin oder nicht? Und was ist da links? Da war auch noch was, oder? Oder hat das nur getäuscht? Da liegen auf jeden Fall Feuersteine. Ah, da ist jemand. Okay, vielleicht war der eben am Wasser da am Sitzen. Nee, da ist ein Wildschwein und da ist noch ein Wildschwein. Leder ist da, sagen wir es mal so. Und nochmal Leder. Komm, 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 komm. Sehr gut. So, und hier lagen noch Feuersteine, oder? Das da ist ein Feuerstein. Das müsste auch einer sein. Und da drüben ist auch noch einer. Sehr gut. Ist noch einer hier? Nee, ne? So, sehe ich jetzt hier noch irgendwie was? Ah, da ist eine Nixe. Ah, da sind mehrere. Okay, da ist natürlich ein schöner Hirsch. Aber ich glaube, den kriege ich jetzt nicht. Wegen den Nixen schon alleine davor. Der wird dann abhauen. Lassen wir es erstmal so. Gehen erstmal zurück und hoffen, dass wir noch den ein oder anderen Fisch mal erschlagen, die hier gerade so rumspringen. Ne? Irgendwie hier noch so ein Wildschwein wäre nicht schlecht. So. Okay, wir gehen erstmal zurück. Den Harz müssen wir noch haben, aber brauchen tun wir den gerade nicht im Endeffekt. Ich glaube, da ist schon das Dings. Das heißt, wir müssen hier in diese Richtung nach Hause. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir erstmal wieder hier nach Hause und ja, machen wir wieder schneller das Ganze, oder? Ja, nix da. Hier können wir was kochen. Machen wir erstmal. Ich werde das Essen kochen. Ich werde gucken, wie viel wir von den anderen Materialien brauchen. Und ich gehe von aus, dass das Leder halt noch nicht genug da ist. Da werden wir das eine oder andere Mal noch Leder sammeln gehen. Dann müssen wir Wildschweine suchen. Ne? Das würde ich sagen, würde für diese Folge dann aber auch reichen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.